Unsere Titelverteidiger von der letzten Woche, Sie wissen, Florian und Florian, 12 und 13 Jahre alt. Jebada, 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 ja, wir sind die jungen Schützenjäger und da muss ich mal sagen. Ja, der eine. Der andere ist schon, glaube ich, durch ein Stimmbruch. Der meint, jungen Schützenjäger und da muss ich fangen an. Ja, dann haben wir für Sie heute, mal wieder nach langer Zeit, härter als jemals zuvor, meine Damen und Herren. Wenn Sie schwache Nerven haben, schalten Sie direkt rüber zur RTL 2, ja. Heute bei uns die Schocker der Woche, aber sowas von hart, ja. Ich schwöre, Sie kotzen. Ja, und dann sehen Sie die Abstimmung zum Rat der Woche heute bei uns. Dann haben wir die Breakdance-Weltmeister hier heute bei uns, meine Damen und Herren. Die Flying Steps heute zu Gast bei uns. Die Flying Steps und Viva-Moderator Oliver Pocher. Volles Programm heute Abend. Meine Damen und Herren, gestern Abend haben Sie es wahrscheinlich gesehen. Bayern München hat Manchester United aus der Champions League gekickt. Und meine Lieblingsszene am gestrigen Abend, war eine Zeitlupe von Oliver Kahn. Schauen Sie bitte mal tolle Bilder. Beschrieben. Er sagte, ganz mir wurde kurz schwarz vor Augen. Ja. Vor dem Spiel gab es noch eine Pressekonferenz und da hat Stefan Effenberg etwas Interessantes gesagt für diejenigen, die mittlerweile keine richtige Vorstellung haben, was Stefan Effenberg interessiert, ja, habe ich hier einen kleinen Ausschnitt, damit Sie es nachträglich wissen. Was wir gegen Schalke gemacht haben oder was wir in der Bundesliga gemacht haben, interessiert mich nicht. Ist es nicht als Gesamtpaket? Nee, es interessiert mich nicht. Ja, aber die Bundesliga interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Natürlich mit Hilfe sind wir schon angewiesen auf die anderen, aber das interessiert mich heute nicht und das interessiert mich morgen auch nicht und das interessiert mich am Donnerstag auch nicht. Das interessiert mich nicht, die Vergangenheit. Kannst du es denen auch mal übersetzen? Ja, also irgendwie interessiert Ihnen das alles nicht. Ich wollte es Ihnen nur mal zur Kenntnis geben, meine Damen und Herren. Und, aber man muss sagen, toll, wie der FC Bayern München das geschafft hat und ich möchte dem FC Bayern München gerne gratulieren. Und wie gratuliert man am schönsten, meine Damen und Herren? Mit einem Lied, oder? Was meinen Sie? Ja, herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Jetzt kommen wir zu einem Ausschnitt hier von ProSieben bei meinem Kollegen Andreas Türk in der Show. Ist eine Frau aufgetreten aus, ja, Sachsen und die hat etwas gesagt. Versuchen Sie mal zu verstehen, was sie gesagt hat.
Ja, der Marcel, der nützt mich voll aus. Er will andauernd nur Morgensachen haben. Was will er sagen? Morgensachen, also morgen. Morgensachen. Wisst ihr, was sie sagen wollte? Markensachen. Ja? Markenklamotten. Morgensachen. Ja? Morgensachen. Liebe Zuschauer, das dürfen Sie nicht verwechseln. Ja? Markensachen, ja? Das haben die Jugendlichen. Und Morgensachen, das haben die Models. Ja? Morgensachen. Ja? Ganz schwere Krankheit, meine Damen und Herren. Und jetzt muss ich Ihnen mal was zeigen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie uns regelmäßig zuschauen. Wir haben Ihnen einen Ausschnitt gezeigt vor 2 Wochen oder so. Da war bei einem Baseballspiel, ja, hat ein Mann diesen Ball geworfen und da flog zufälligerweise gerade in diesem Moment eine Taube lang. Pass mal auf hier. Zack. Ja, Taube getroffen. Ja, jetzt haben wir gesagt, relativ unwahrscheinliche Sache, dass die Taube getroffen wird. Jetzt haben wir wieder einen Ausschnitt gesehen von einem Baseballspiel. Und ja, da war es dann wohl der Schiedsrichter. Schauen Sie mal hier. Aber wie? Im Spiel zwischen St. Louis und Arizona geriet Schiedsrichter Larry Young in den Wurf eines Feldspielers. Aus kürzester Distanz traf ihn der harte Ball am Kopf. Die Verletzung war allerdings nicht so schlimm, wie sie zunächst aussah. So Young erlitt nur eine Platzwunde am Auge, die mit 14 Stichen genäht wurde und ein dickes Pfeilchen. Ja, meine Damen und Herren, so wünscht man sich einen guten Schiedsrichter immer auf Ballhöhe, oder? Ja, und jetzt eine interessante Szene von RTL aus der Quizshow mit Sonja Zietlow, der Schwächste fliegt. Schauen Sie sich bitte mal die Frage und die darauf folgende tolle Antwort an. Welche Kölsche Jung wurde 90 Jahre alt und spielte bis ins 85. Lebensjahr noch in seinem Theater? Albers, Hans Albers. Ja, der Kölsche Jung Hans Albers. Meine Damen und Herren, Marc, wer kennt ihn nicht, den kölschen Jungen Hans Albers? Was hat er nicht für tolle Lieder gesungen? Lass mir mal tun, kennst du auf der Reeperbahn? Ja? Okay, 1, 2. Ob der Reeperbahn nachts um 1:30, ich hatte lecker Mädchen dabei. Und die Pütze stand, weil ich Pütze kann. Oh, mein Kölle am Ring. Allah! Der kölsche Junge Hans Albers. Oh. Unser kölscher Junge, der Hans. Wir nennen ihn auch den kölschen Hans. Ja, wie man ihn in Köln nennt, auch den kölschen Hans oder Hennes. Ja. Ich habe was Schönes noch gesehen, und zwar beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen. Christian Anders, ja, Schlagersänger, hat ja so eine Freundin. Und die hat er jetzt für 500.000 Mark, ja, was ist verliehen? Hat er, wie nennen wir das? Ausgeliehen, ja, an diesen Kitsch-Millionär Michael Leicher. So, ist das Leasing oder wie nennt man das? Oder Miete? Pacht vielleicht auch sogar. Ja, und heute Morgen hat sie bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen ein interessantes Statement zu dieser Tatsache abgegeben. Schauen Sie sich das bitte mal an. Das ist doch Prostitution, oder? Naja, also ich muss mal sagen, Prostitution ist für mich was anderes. Wenn ich ein Mädchen bin, die in Diskotheken geht und jeden Abend umsonst irgendwo hingeht und sagt, dich nehme ich mit und dann noch umsonst. Das ist für mich Doofheit und Prostitution. Hm. Beides zusammen. Denn die machen es ja wirklich aus Spaß. One-Night-Stand und denken auch gar nicht über die Gefahren nach, zum Beispiel dich anzustecken und so. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wollten wir natürlich auch mal wissen, was ist Prostitution jetzt nun wirklich? Ich habe das heute Morgen gesehen, ich war ein bisschen verwirrt, ja? Und da habe ich mal nachgeguckt, hier in unserem Lexikon, dem großen Pophaus, ja? Das Lexikon des horizontalen Gewerbes, und da habe ich mal für Sie nachgeschaut. Und da stelle ich fest, die hat recht. Hier steht Prostitution. Die als Mädchen in der Diskothek gehen und jeden Abend einen neuen mitnehmen. Prostitution ist völlig umsonst und wird nur zum Spaß vollzogen. Die typische Prostituierte ist an dem Satz erkennbar, dich nehme ich mit und zwar umsonst. Prostitution wird gemeinhin auch als One-Night-Stand oder Doofheit bezeichnet. Siehe auch Doofheit. So, jetzt muss ich siehe bei Doofheit. So, und jetzt sehe ich hier bei Doofheit, da steht gar nichts geschrieben, da ist nur ein Bild, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal. Diese kleine Information für Sie. Und dann, jetzt kommen wir, Sie wissen, seit einigen Wochen zeigen wir Ihnen immer am Ende der Woche, wer ist bei uns der Ausschnitt der Woche. Und hier eine kleine Zusammenfassung.
Wer wird in dieser Woche der Hammerausschnitt? Unser Titelverteidiger musste den Kopf einziehen. Somit abgeschlagen auf Platz 2 der Boomerang Man. Am Samstag Sonnenschein. Und der sensationelle Platz 1 in dieser Woche. Zwischen Genie und Wahnsinn. TM3 Biografiewunder Gesa Thomas. Malta ist für mich so eine Urlaubsinsel zwischen Europa und Malta. Freuen Sie sich schon jetzt, wenn es nächste Woche wieder heißt, wer wird der Hammerausschnitt? So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unseren Titelverteidigern von der letzten Woche. Sie wissen, 12 und 13 Jahre alt. Herzlich willkommen bei uns, nominiert. Muss ich noch sagen, haben wir eine Nominierungsmatz? Ja, natürlich haben wir eine Nominierung. Deswegen nochmal nominiert und wieder bei uns heute zu Gast unsere Titelverteidiger Florian und Florian für ihren fantastischen Auftritt und ihren Song Wir sind die jungen Schürzenjäger. Und deswegen heute Abend wieder bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Florian und Florian! Und die Woche gut überstanden? Sehr gut. Und was war los? Die Mädels rennen euch ja jetzt die Bude ein, oder? Eigentlich nicht, weil wir waren noch nicht in der Schule und... Noch nie? Wir waren noch nicht in der Schule diese Woche. Ach, diese Woche, warum waren wir in der Schule? Das sind Ferien bei uns. Ach, Ferien bei euch? Ach so. Klar, deswegen konnt ihr ja auch kommen. Ja, aber gibt es auch Mädels, die jetzt nicht unbedingt in der Schule, die nebenan wohnen oder so? Ja, also bei mir eher weniger, weil... meine Nachbarin. Ja, da sind nicht so viele Mädchen bei uns. Ach so, in der Nachbarin. Okay. Gut, man muss sich mit dem begnügen, was da ist. Bei dir wohnt ihr eigentlich, ihr heißt ja beide, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, ihr heißt ja beide Florian Fesel. Genau. Ja. Wohnt ihr denn im gleichen Ort auch? Ja, im Ortskreis, also Freyung-Grafenau heißt es schon, aber er ist in Freyung und ich bin im Perlis Süd. Also das ist so 4 Kilometer, glaube ich, auseinander. 4 Kilometer? Ich bin in Greinitz. Was? Er ist bei Freyung. Wo ich wohne, das heißt Greinitz. Ach so, ja. Gut, dass du das noch sagst jetzt. Sonst lass mal da. Aber bei dir wohnen schon mehrere Mädels, oder? Eigentlich auch nicht. Auch nicht. Aber wenn ihr jetzt in die Schule kommt, da glaube ich, da geht's richtig. Geht's richtig los. Wir sind ja, wenn ihr so einen Titel singt, ja, wir sind die jungen Schürzenjäger, haben wir ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, dass Schürzenjäger ist ja immer Fenstern und so. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, hat der Franz Beckenbauer auch gesagt vor der Weihnachtsfeier. Nachher war aber mal. Nachher hat er gesagt, da haben wir den Salat. Ja, habt ihr einen neuen Titel dabei? Ich hab die Information bekommen, ihr habt noch einen Titel, der heißt Jetzt tanzt. Heute tanzt bei uns der Bier und der ist also auf unserer bald kommenden neuen Produktion mit drauf. Ich krieg ein Album von euch jetzt. Ja. Eine Platte mit, wie heißt die? Das wisst man eigentlich noch nicht. Ach so, ja. Aber da kommen mehrere Lieder von euch drauf. Ja, und da sind dann auch noch ein bisschen modernere. Also der ursprüngliche Stil von uns ist schon noch beibehalten, aber... Also es ist ein bisschen poppiger, das Ganze. Poppiger? Also mehr in die Schlagerrichtung. Ah, mehr so ein bisschen schlagermäßig. Hat denn der Karl Moik jetzt schon angerufen, nachdem er letztes Mal bei uns war? Ich jetzt noch nicht. Ja. Moik! Ruf die Jungs hier an. Ihr wollt doch mit dem Stadel auftreten, sicher, oder? Ja, natürlich. Ich bin auch schon im Stadel aufgetreten. Ja, super geht's dazu. Ja. Die sind Nachmittag schon alle besoffen hinter Mischpult. Deswegen klingt das auch abends so, weißt du? Kannst du ein Stück, könnt ihr ein Stück spielen von eurem, wie heißt der hier, tanzt der Bär? Genau, machen wir das. Ja, machen wir das. Schwerfzeit. Ja. Aber zuerst alle die Hände in die Höhe. Die Hände in die Höhe, alle. Alle. Genau, und ab geht's. Einmal hin. Hey, einmal her. Einmal hin. Heute tanzt uns da wer, denn bei uns gibt es heute Power, Spaß und noch viel mehr.
macht uns gefreut, dann fallen wir grad genauso wie heute. Denn wir alle lieben den Spaß, drum geben wir heute Gas. Schwestern und Brüder, rückt doch mal rüber, denn so ein Fest gibt es nie wieder. Die Gläser klingen, kommt, lasst uns singen, denn diese Nacht gehört zu uns. Einmal hin, einmal her, heute tanzt man da mehr, denn bei uns gibt es heute Power, Spaß und noch viel mehr. Einmal hin, einmal her, heute tanzt man da mehr, jedem der es probiert, gefällt es sehr. Ja, jedem der es probiert, gefällt es sehr. Florian und Florian! Sensationell! Vielen Dank, Florian und Florian! Achso, nicht vergessen! Florian, Florian, vielen Dank! Florian und Florian, Dankeschön! Florian und Florian! Ja. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch mal hinweisen auf unsere aktuelle Programm- und Entertainment-Zeitschrift TV Total. Die sehen Sie hier. Und da gibt es eine Rubrik drin, die nennen wir Pressesau. Da möchte ich Ihnen kurz zwei, drei kleine Ausschnitte zeigen. Ja. Passen Sie mal auf. Schauen Sie mal dieses Bild hier an. Gucken Sie mal hier. Sehen Sie? Leichtathletik, Hallen-WM. Ja, Medaille im Fünfkampf, Sabine Braun aus Wattenscheid. Ja. Braun ist natürlich falsch, schwarz wäre hier richtig gewesen. Oder hier, auch sehr interessant, wenn Sie da anrufen, meine Damen und Herren, hören Sie mal bitte, wenn Sie da Bock drauf haben, hör mich stöcheln. Ja, wenn Sie geil auf Stöcheln sind, rufen Sie da an. Und dann hat ein Mitarbeiter unserer Sendung, der über Ostern auf den Kanaren, was so? Lanzarote. Auf Lanzarote weilte, dort in einer Zeitschrift etwas Spektakuläres entdeckt. Ich zeige, pass auf, lesen Sie erstmal, was hier oben steht. Da, so. Da sehen Sie hier, das ist so eine Art Nachtclub, ja. 20 Chicas topless, ja. Also 20 Hühner nackend, ja. Also oben ohne. Und jetzt gucken Sie mal bitte unten, was da, ich weiß jetzt nicht, ob es der Realität entspricht oder ob die sich einfach unerlaubterweise diese Fotos genommen haben, was da unten für Mädels drauf sind. Kannst du mal bitte nah ranfahren? Kennen Sie die? Das sind die Mädels aus dem Girls Camp. Guck mal. Das sind die echt. Wahrscheinlich wissen die noch gar nicht, dass sie da gerade topless tanzen. Ja. Ja, aus dem Girls Camp. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur Abstimmung. Sie können jetzt Ihre Geräte zur Hand nehmen. Stimmen Sie ab für den Kandidaten, der Ihrer Meinung nach den Rap der Woche mit nach Hause nehmen soll. Hier ist nochmal unsere Nominierung vom Dienstag. Wurst Achim. Hier schon in Jugendzeiten wollte keiner mit ihm spielen. Da hat sein Vater ihn morgens vor der Schule an jeden Ohr einen Knochen gebunden, dass wenigstens der Hund mit ihm spielt. So, heute geht er weg. Wir wollen nicht verkaufen. Wir werden verschenken. Und die Frau, die nimmt, kriegt noch 50 Mark dazu. Oder unsere Mittwochsnominierung, meine Damen und Herren, die singende Dessous-Verkäuferin Martina Wilke, unsere Nummer 2. Man bringt die Brust an die gewünschte Stelle und das in Sekundenschnelle. Hurra, endlich ist der da, der aufpumpbare BH. Meine Damen und Herren, unsere zweite Nominierung oder unsere Titelverteidiger, die Sie ja bereits schon gesehen haben, die Nummer 3. Heute waren Sie hier bei uns. Florian und Florian, wer soll den Preis, den goldenen Rat der Woche bekommen? Drücken Sie jetzt 1, 2 oder 3 für Florian und Florian. Und dann sehen wir unserer Abstimmung entgegen. Können wir die, wenn Sie alle gedrückt haben, dann können wir unsere Grafik einfahren. Ich bin gespannt, für wen Ihr Herz heute schlägt. Spannend wie immer. Wer kriegt den Rat der Woche und kommt nächste Woche noch mal wieder? Und es ist Wurst Achim! Wurst Achim! Wurst Achim! Wurst Achim! Sie haben sich für Wurst Achim entschieden, meine Damen und Herren. Wurst Achim, nächste Woche wieder bei uns zu Gast. Und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann. Er sorgt bei Viva für Schlagzeilen. Er ist der Shootingstar bei Viva. Und heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Viva-Moderator Oliver Pocher! We'll be right back.
Na, Oliver Pocher. Na, Stefan Raab. Wie geht's dir? Gut geht's. Hättest du die Jacke nicht waschen können vorher? Also, wir werden jetzt extra dieses Viva-Gesindel, dieses junge Viva-Gemüse. Ich kann es gerne ausziehen. Ja. Was hast du da drunter an? Das tolle No Angels-Shirt. Das Gute ist, ja. wenn ich richtig Luft hole, sehen sie aus wie in 5 Jahren. Ja. 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 Ich muss aber viel Luft holen, oder? Ja, ja, aber ich trainiere ja auch viel. Ja. Schickes Hemd. Das ist geil, ne? Liegt relativ eng an. Ja, ja, ich weiß. Ist es ist XS, ich habe das von dem Geschenk gekriegt. Ach, ein Frauenshirt. Ja, passt doch. Ja, das passt. Ja. Natürlich, sieht gut aus. Oliver, bei Viva bist du jetzt seit, wie lange bist du bei Viva jetzt? Seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren. Und wie ist es so? Ich war ja jetzt lange nicht mehr, ich bin ja auch schon seit 2 Jahren nicht mehr bei Viva, oder? Mehr als 2 Jahren nicht mehr da. Und also zu unserer Zeit war das so, da waren die Mädels ja noch alle ja, komplett verschlossen. Ja, wenn ich ja heute so, ja, ich schlage jede Seite schlage ich auf, da ist Jessica Schwarz und Nova Meyer-Heinrich und wie die alle heißen, irgendwie nackend in Zeitungen. Wie ist es unter Kollegen so? Unter Kollegen, ja, eigentlich. Rennt ihr alle nur noch nackt rum hinter der Bühne oder? Nein, nee, es passiert ja eigentlich genau gar nichts. Irgendwie, das ist ja das Schlimme. Nee, man hat immer nur mit 15-Jährigen zu tun, wo grundsätzlich komischerweise nie der Fotoapparat funktioniert, wenn sie einen fotografieren sollen. Aha, ich habe jetzt was letztens was Interessantes gesehen und zwar, das hat mich sehr verwundert. In der Amica, wie kennen Sie dieses Beiheft, wo sich Singles bewerben, ja, also um Frauen, ne? Ja, klar. Ja, da warst du auch dabei. Ja. Wieso hast du das gemacht? Will dich keiner oder was? Schauen Sie hier, tatsächlich. Oliver Pocher gibt da zur Kenntnis, dass er... Sie haben angefragt, es gab so 5 Prominente sollten in diese Ausgabe mit rein. Ja. Und da habe ich gesagt, ach, den Spaß mach ich doch einfach mal mit. Und ich habe die Fragen extra so beschissen wie möglich beantwortet. Ja. Und kamen trotzdem Briefe. Es kam trotzdem Briefe. Ja, das ist ja das Lustige. Und ist schon, sag mal, ist schon was, ja. Unglaublicher Hammer. Ist schon was passiert? Hast du schon getroffen? Jetzt nee. Ja, unglaubliche Bretter. Ja, okay. Pass auf. Die hier zum Beispiel. Mein Lieblingsbrief. Hier, guck sie an. Da sind die Frauen damit einverstanden, wenn man die zeigt? Ist mir auch egal. Ich meine, wir können ja nicht einfach Bilder zeigen. Doch, mach mal, Adresse steht hier hinten drauf. Dann kommen wir nicht mit Edding irgendwie zumindest die Augen vermalen. Darf ich kurz die Augen anschwärmen? Nicht, dass wir nachher Beschwerden bekommen, wir würden hier private Fotos zeigen. Also, nochmal darauf zurückgekommen. Also, falls Sie uns gerade erst zuschalten, ja, Oliver Pocher hatte in der Amica-Ausgabe hier da Singles, da hatte er sich hier zum Verkauf angeboten. Und da hast du jetzt Post bekommen. Ich habe jetzt vorsichtshalber mal dieses Bild. Die Augen geschwärzt, damit sich die junge Frau selber wird sich wahrscheinlich wiedererkennen, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Meinst du, wir können es zeigen? Klar. Ja. Wir wollen die Spannung ein bisschen nach oben bringen. Ja. So, meine Damen und Herren. Achtung, das ist mit der Kamera. Fahr erst mal die Kamera richtig drauf ein und dann zeig bitte dieses Bild. Mach, zeig. Guck mal hier. Hallo. Aber ja, das Geilste dazu ist der Brief. Ja. 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 Sollen wir vorlesen? Kann man mal Brief? Steht drauf. Call me or fuck you. Hast du angerufen? Nee, also... Hast nicht angerufen? Bei dem Brief dachte ich eher, call me and fuck me. Aber so viel Geld habe ich auch nicht. Was hast du noch bekommen? Ich habe unglaublich tolle Briefe auch bekommen. Auch hier zum Beispiel bei diesem Bild dachte ich, guck mal, hat sich mit seinem Vater irgendwie hier abgelichtet und dann sehe ich hier unten Sonja und Sandra. Ach so. Und ich dachte, das wäre der Vater. Okay. Und das Schlimme ist, welcher von den beiden wollte ich nicht haben? Ich glaube, beide. Also. Und aber das und das. Lass mich erstmal gucken, dass hier nicht die Leute. Die sind aber, das ist eine Süße. Ja. Ja, doch. Ja, was wollte die? Pass auf, weil der ist. Also, ich zeig jetzt lass doch erstmal die Frau, die vielleicht will die ja gar nicht ins Fernsehen. So, egal. Nein, das ist eben nicht egal. Da muss man auch ein bisschen Verantwortung tragen für die Menschen. Ja, man kann nicht einfach hingehen und sagen hier. Du kannst mich am Arsch lecken! Ja. Du musst ein bisschen Verantwortung tragen. Die sah ja auch ganz gut aus. Du kannst nicht einfach sagen. Das interessiert mich nicht. Geht nicht. Ja? Das interessiert mich morgen auch nicht. Und das interessiert mich am Donnerstag auch nicht. Geht nicht. Muss ja auch. Also, was wolltest du dazu sagen? Das Einzige, was bei der ist, ich dachte, so, super, endlich mal eine, die einigermaßen anständig ist. Ja. Und dann schreibt sie, was mich betrifft, ich bin 20 und versuche gerade was Anständiges aus meinem Leben zu machen. Im Klartext heißt das, ich bin Azubi bei einem Urologen.
Wie kann man das sag mal, da kann man das Berufliche mit dem Praktischen verbinden? Für dich doch vielleicht auch eine interessante Ganz Sache. Gut, ja. 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 Sage mal, wieso hast du denn überhaupt so eine Anzeige aufgegeben? Ist es nicht mehr möglich heutzutage als Viva-Moderator auf normalem Wege eine junge, attraktive Frau von Klasse, sowas wie hier zum Beispiel, kennenzulernen? Alles klar? Ja. Geht's nicht mehr? Das war ja eigentlich auch nur eine lustige Idee und ich habe auch gar nicht mit gerechnet, dass sich wirklich Frauen ernsthaft drauf bewerben. Ach, du wolltest es gar nicht. Du spielst nur mit den Frauen. Ich bin Schwein, ich weiß. Ja. Wie alt bist du jetzt? 23. 23. Du moderierst welche Sendung bei Viva? Ja, Interaktiv ist das Bekannteste, der Rest zählt nicht. Der Rest zählt nicht, okay. Du bist auf eine ganz merkwürdige Art und Weise zu Viva gekommen, nämlich? Über Hans Meiser. Ich war bei einer Sendung, die hieß Hans macht dich zum Viva-Star. Das war vor anderthalb Jahren. Da waren sechs Leute und der Beste hat eine Co-Moderationswoche gewonnen. Das war ich in dem Fall und dann haben sie mich gleich da behalten. Sehr gut. Und wie lange willst du da noch bleiben? Mal gucken. Also momentan läuft es noch ganz gut. Hast du bestimmt höhere Ambitionen. Spielst du nicht, habe ich hier in einer... Ja, ich spiele jetzt in einer Serie mit. Ja. Ja. Was spielst du da? Da spiele ich einen 17-Jährigen, der Fred Auer heißt. Wie, Auer? Ja, Auer wie Auer. Was ist das, um was geht's da in der Serie? Das darf ich ja noch gar nicht verraten. Ach so! Aber ich erzähl's trotzdem mal. Ja, okay. Das ist nämlich... Das ist unglaublich gute Story. Ich bin nämlich ein 17-Jähriger, der gerne zum Radio möchte. Meine Eltern haben aber ein Küchengeschäft und ich soll den Küchenladen übernehmen und ich verlieb mich unglücklich und die stirbt und... Hauptrolle? Ja, und das Beste ist, es spielt am Bodensee. Also, was will man mehr? Ja. Ist eine Hauptrolle? Ja, ist eine Hauptrolle. Eine richtige Hauptrolle? Eine richtige Hauptrolle. Und also keine Soap, also richtig auch mit teurem Geld gedreht. Also Soap kennst du ja irgendwie so von der Tapete und dann, hey du, mit Film ganz schön gesehen. Ärgerlich. Mit Film, auf VHS. Ja. Ja. Ah, um Himmels Willen. Wie konnte mir das passieren? Ja. Ja. Ach ja, stimmt. Läuft am Samstag. Am Samstag, nee, oder jetzt irgendwann morgen oder so, die verbotene Liebe, 1500. Sendung, da habe ich auch mal hinter die Kulissen einer Soap blicken können, aber ist nichts für mich wirklich. Wie, da warst du da? Hast du mitgespielt? Ja, ich durfte mich selber spielen. Wie sieht das aus? Ich gehe auf eine Bühne, moderiere einen Bandcontest an und sage dann, wer gewinnt. Du gibst dich auch für jeden Scheiß her, oder? Klar. Natürlich. Ja, wollen wir es mal, hast du starke Nerven? Ja. Ja, gut, dann... Bin mal gespannt jetzt. Ja, dann schauen wir genau, meine Damen und Herren, wenn Sie keine starken Nerven haben, dann sollten Sie vielleicht jetzt mal so mittelfristig die Augen schließen. Ja, ansonsten gucken Sie einfach zu, wir haben interessante Schocker der Woche für Sie. Bitte schön, Schocker Nummer 1. Hier wird gerade eine Leiche aus dem Silikonbad gezogen. Ihre endgültige Form hat sie schon erhalten. In diesem Fall hat Professor van Hagens den Brustkorb geöffnet. Der Grund ist gut zu erkennen. Die schwarze Lunge. Er hat sich zu Tode geraucht. Man muss auch die Stimmung mal runterziehen, verstehst du? Man muss damit kommen. Man muss aber die Leute nicht immer nur zum Lachen bringen. Auch mal so seriöse Sachen. War aber lustig. Ja. Ja, aber das war ja erst der Anfang. Also. Ja. Meine Damen und Herren, hatten Sie Spaß? Geht weiter jetzt. Und zwar Schocker Nummer 2. Passt ihr auf. Die vierfache Mutter scheut keine Herausforderung. Hier, was? Oh, du musst doch halten. Ja? Hier fällt alles auseinander, haben wir den Salat. Steht den Jungs von den Flying Steps auch noch an ein paar Jahren. Genau. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Schocker Nummer 3. Ja. Ja. An der Nase eines Mannes. So, tja. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Achtung, Schocker Nummer 4. Mehr. Ja.
Ah ja. Man muss die Leute auch mal ein bisschen wieder runterbringen, wenn die ganzen Abend so Dufte drauf sind und so. Ist auch nicht gut. Manche Leute sind böse dann auf mich manchmal und sagen, nö, warum schalt er jetzt? Ja, sowas. Und ich will ja eigentlich, dass mich die Leute lieb haben. Ja. Es ist, ja, aber manchmal sind sie, ich merke, wie sie dann so ein bisschen sauer werden, weil sie sagen, ach, sowas und so. Und damit sie mich wieder lieb haben, meine Damen und Herren, habe ich eine gute Idee. Und wie schaffe ich es, dass sie mich wieder lieb haben? Am besten mit einem Lied, oder? Ich liebe Steffen Raab, ich liebe Steffen Raab. Ich liebe Steffen Raab. Werner May, Benny Krause. Ja. Meine Damen und Herren, kennst du nach unserem, direkt nach dieser Sendung, meine Damen und Herren, im Anschluss kommt Trigger Happy TV. Schon mal gesehen? Ja, schon mal gesehen. Natürlich gesehen. Sehr lustig. Sehr lustig. Hier ein kleiner Ausschnitt für Sie, damit Sie wissen, was gleich auf Sie zukommt.